Mein Name ist Janine Ramseier und ich bin die Assistentin von Herrn Peter Balzer, CEO und VR-Präsident der eMOFA Holding AG. eMOFA hilft Ihnen, täglich mit Freude unterwegs zu sein. Herr Balzer erklärt Ihnen nachfolgend, warum eMOFA auf dem Weg zur Nummer 1 in der Schweiz und Europa für E-Mobilität für Fahrzeuge auf 2, 3 und 4 Rädern ist. Ja, das ist richtig. Wir wollen in der Schweiz und in allen Ländern von Europa die Nummer 1 werden. Wenn es um die E-Mobilität auf 2, 3 oder 4 Rädern geht, dann ist eMOFA Ihr kompetenter Partner. eMOFA will der größte Lieferant mit dem breitesten Sortiment an Elektroscootern, Elektromotorrädern und Elektroautos in Europa sein. Grüezi, Herr Meier. Ja, sehr gern. Was hätten Sie gedacht? Der Cheek, ja. In silberblau-schwarz. Den haben wir ein Lager, den können wir Ihnen morgen zuliefern. Sie bekommen heute noch per E-Mail Ihre Auftragsbestätigung über. Wie Sie auf der Europakarte hinter mir sehen, wird bis zum Jahr 2023 in allen europäischen Ländern eine eMOFA-Tochtergesellschaft die lokalen Händler betreuen. Das Händlernetz wird dann rund 25.000 Händler in Europa umfassen. Sehr gerne, ich muss schon schauen, wenn ein Termin frei ist. Die Kernpunkte unserer Strategie sind einfach und klar. eMOFA ist Großhändler und entwickelt seine Fahrzeuge nach den Bedürfnissen des europäischen Marktes. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über die bestehenden Zweirad-, Motorrad- und Autohändler in Europa. Die Fahrzeuge werden in europäischen und chinesischen Werken exklusiv hergestellt. Die Qualität wird durch hochqualifizierte Techniker vor Ort kontrolliert und sichergestellt. Zwingend für den Erfolg sind folgende Punkte. Der Aufbau des Händlernetzes muss mit großer Geschwindigkeit erfolgen. Die Fahrzeuge müssen die höchsten Qualitätskriterien erfüllen. Die Qualitätskontrolle muss vor Ort durch eigene Mitarbeiter erfolgen. Unsere Händler müssen professionell mit allen Marketinginstrumenten unterstützt werden. Die Marke eMOFA muss rasch zum Inbegriff der E-Mobilität werden. Alle Abläufe von der Bestellung über die Lieferung bis zum Service müssen voll automatisiert sein. Die Hersteller müssen als Teilhaber in die eMOFA Holding AG eingebunden werden. Damit hat eMOFA das Alleinvertriebsrecht für Europa und somit stabile Lieferkonditionen. Wie Sie dem Organigramm entnehmen können, hat eMOFA eine einfache und klare Struktur. Die eMOFA-Dienste erbringen alle Dienstleistungen für die 29 Tochtergesellschaften. Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.